Ohne diese Männer würden viele unserer Weihnachtsgeschenke gar nicht erst bei uns ankommen. Verrückt. Dann war plötzlich Stress angesagt. Unser Reporter Jan Stremmel ist heute einer von ihnen und mit vollem Körpereinsatz dabei. Er packt 2 Tage mit an. Der Nachschub an Gütern, die wir jeden Tag brauchen, kann ziemlich schnell ins Stocken geraten. Das hat man ja gerade während der Pandemie gesehen. Und ich bin hier im Hamburger Hafen, sozusagen in der Herzkammer der deutschen Logistik. Und schauen wir mal an, wie hier gearbeitet wird. Und zwar ganz konkret bei der Hafenbahn. Hamburger Hafen kurz vor 9 Uhr. Hier befindet sich Europas größte Hafenbahn. 300 Kilometer Gleise, 760 Weichen. 220 Züge fahren täglich die Container in die Welt hinaus, die mit den Schiffen hier ankommen. Hi, bist du Peter? Hi, Jan. Ja, ich bin Peter. Grüß dich. Herzlich willkommen bei der Mietkranz in Hamburg. Vielen Dank. Ich bin für dich heute zuständig. Und wie es bei der Eisenbahn so ist, Sicherheit wird hier groß geschrieben, gibt's erstmal die erste Leuchtuniform. Hey, so. Schick siehst du aus. Ja. So, wir werden heute mit unserer Rangierlok durch den Hafen fahren und Züge bereitstellen in den Terminals, unsere Züge zusammenbauen, die wieder rausgehen, in den Ausgang und auch die Eingangszüge behandeln. Der 35-jährige Peter arbeitet schon seit 13 Jahren als Lokführer. Der dritte im Bunde ist Kader. Er ist Rangierer. In eurem Job seid ihr sozusagen immer zu zweit, der Lokführer und der Rangierer. Ja, genau, wir arbeiten immer als Team. Ja, hier im Hafen. Wie die Wurst hat 2 Enden. Und heute sogar mal 3. Zusammen fahren sie zu den verschiedenen Stationen, um die Containerwaggons mit gleichem Ziel genau nach Plan zu einem neuen Güterzug zusammenzubauen. Das Ziel diesmal Prag. In den Containern unter anderem Grabsteine, Blumen und Elektroartikel. Die Infos, wo die Container hin sollen, gibt's per Telefon vom Disponenten. Also, da haben wir uns täglich ja öfters mal bücken, ne? Immer in die Knie, wie man das ja sagt. Und dann gibt es natürlich eine Reihenfolge. Erstmal hart, das wird die Kette. Danach das Weiche, die Luft. Und dann macht man die Hähne erst auf. Den Bügel immer schön weit hinten festhalten. Weil wenn die Finger hier zwischen hängen bleiben, dann kann es mal zu bösen Wunden führen. Schon mal passiert? Ja, das ist schon mal passiert. Ja. Das ist dann nicht schön, dann gammelt der Nagel ab. Ne? Danach hänge ich die Luftschläuche zusammen. Und ja, sobald ich die beiden öffne, wird dann auch der Kompressor starten von der Lok. Mhm. Ja, hörst du gleich. Ah ja, jetzt pumpt der Luft da rein. Diese Schläuche braucht der Zug für seine Bremsen. Denn die funktionieren mit Luftdruck und führen von der Lok bis hinten zum letzten Waggon. Jeder Wagen hat eine Nummer. Somit können wir sie auch alle unterscheiden. Dann, ne? Sehen ja alle gleich aus. Ich prüfe das Ganze auch, ob wir den Wagen hier wirklich so entgegennehmen. Ne? So, Peter, der erste Wagennummer ist 117-4. 170-7. Peter, 1174. Jawohl. Ja, okay, hat er verstanden. Okay. Damit kein Chaos entsteht, ist die richtige Reihenfolge wichtig. Die Waggons werden Glied für Glied wie an einer Kette aneinandergereiht. Und an ihrem Zielort Prag wieder Glied für Glied von LKWs für den Weitertransport abgeholt. Erst die Grabsteine, dann die Blumen, dann die Elektroartikel. Einfach einen Waggon aus der Mitte rausnehmen geht nicht. Das ist jetzt hier unsere Sollbruchstelle. Ja, oder? Genau. Hier werden wir den Zug trennen. Oder besser gesagt, Jan. Also beim Abkoppeln der Waggons einmal das Gelernte rückwärts durchführen. Erst Luft rauslassen. Perfekt. Schläuche trennen. Super. Und zum Schluss die Kette lösen. Sauber. Die Waggons können nun zu ihrem Ziel 4 Gleise weiter links. Hier warten schon die anderen Container, die auch nach Prag sollen. Jan fährt im Führerhaus mit. Kader bleibt auf einem kleinen Tritt am Zug stehen. Peter muss zuerst einige hundert Meter nach vorne fahren. Und dann rückwärts aufs neue Gleis. Er muss sich jetzt auf Kaders Augen verlassen. Er selbst sieht nichts. Der Job dieses Mannes ist es einfach, ganz vorne zu stehen. Mit einem Arm ist er so eingehakt an so einem Bügel, aber er steht quasi auf so einem kleinen Metallrost und
guckt, was da jetzt ihm entgegenkommt. Das ist auch nicht ungefährlich natürlich. Und interessanterweise haben die so eine Methode gefunden, wie sie feststellen können, dass der Typ vorne noch lebt. Und das ist, dass sie sich alle 10 Sekunden per Funk sagen müssen, weiter, weiter. Und das ist wirklich, die müssen das alle 10 Sekunden machen, weil sonst muss der Lokführer eine Notbremsung machen. Weiter. Verrückt. Am neuen Gleis sichert Jan den Zug und schon steht die Mittagspause mit den Kollegen an. Die Rangierer und Lokführer arbeiten immer 7 Tage am Stück und haben dann 7 Tage frei. Und das in 2 12-Stunden-Schichten rund um die Uhr. Wie machen das eure Familien mit? Eine Frau meckert zwar mal, gerade ein Kind gekriegt und dann muss ich halt ein bisschen mehr tun, wenn ich arbeite. Ah ja. Aber wie gesagt, dafür habe ich dann halt die 7 Tage. Ne? Weil bei mir sind die alle in der Schule und meine Frau arbeitet auch. Sehr gut. Also es ist nur noch mein Hund da. Ja, das ist entspannt. Das ist dann immer entspannt. Die Ausbildung zum Rangierer dauert 4 Monate. Sie und auch die Lokführer bei der Hamburger Hafenbahn verdienen überdurchschnittlich gut. Jans zweiter Auftrag für heute steht an. Er soll weitere 9 Waggons abkoppeln und sie an den Zug mit Zielort Prag hängen. Beim Kontrollieren der Nummern am Container fällt Kader und Jan auf. Sie stehen am falschen Ende des Zuges. Und ihr Waggon ist auf der anderen Seite. Die erste Wagennummer ist 9536. Ich vermute, dass der Zug gedreht angekommen ist. Und als wir ankamen, haben wir festgestellt, diese 9 Waggons sind auf der anderen Seite des ganzen Zuges. Also wir kamen quasi von der falschen Seite dran. Da hat irgendjemand gepennt. Und dann war plötzlich ganz schön Druck auf dem Kessel. Also geht's mit der Lok zur anderen Seite des Zuges. Jan bekommt zum ersten Mal zu spüren, wie viel Zeitdruck hinter Kaders und Peters Job steckt. Jan, jetzt ein bisschen beeilen, ja, weil wir sperren hier den ganzen Bahnhof. Jetzt kommt es auf jede Minute an. Ich hatte den ersten Vormittag eigentlich immer den Eindruck, diese beiden Typen sind ultra tiefenentspannt und die bringen nichts aus der Ruhe. Aber dann, als dieser Waggon auf der falschen Seite stand, da habe ich gemerkt, jetzt geht denen auch beiden ganz schön die Pumpe. Dann war plötzlich Stress angesagt. Die richtigen Waggons sind angekoppelt. Jetzt geht's zum richtigen Gleis. Die letzten Monate lief hier einiges nicht immer so geregelt wie normalerweise. Ein Grund, das Containerschiff Ever Given, das im Frühjahr den Suezkanal blockierte. Der Kanal musste gesperrt werden. Hunderte von Schiffen lagen fest. Die Auswirkungen waren auch bei der Hafenbahn zu spüren. Habt ihr denn damals, als dieses Schiff im Suezkanal stecken geblieben ist, hier auch die Auswirkungen gespürt? 4 Wochen später. Wirklich? Ja, also auf jeden Fall, wir haben ja Auswirkungen gespürt. Es fehlten natürlich Lademengen, es waren Mengen, die auf das Schiff rauf sollten, die dann hier gespeichert werden mussten in Hamburg oder auf andere Schiffe verteilt werden mussten. Das hat das relativ kompliziert gemacht, ja. Trotz Zeitdruck, Peter, Kader und Jan schaffen es noch rechtzeitig zum Ziel. Für Jan heißt es jetzt Feierabend. Genau. Ihm tun die Knochen weh. Was er jetzt noch nicht weiß, morgen muss er noch mal so richtig viel laufen. Oh Gott, ey, können wir kurz Pause machen? Das geht leider nicht. Oh, also langsam geht's auf den Rücken. Eieiei. Grüß dich, hi. Hi, herzlich willkommen. Du bist heute Wagenmeister. Ja. Und sollst mit uns die Züge kontrollieren. Patrick arbeitet schon seit 13 Jahren als Wagenmeister und sorgt dafür, dass die Container vom Hamburger Hafen nach ganz Europa kommen. Er ist der Letzte, der die Containerzüge vor Abfahrt auf ihre Sicherheit prüft. Dafür läuft er jeden Tag mindestens 10 Kilometer. Das ist dein Zug für heute, Jan. Wo fährt er denn hin? Der Zug fährt heute nach Nürnberg. Und unsere Aufgabe, beziehungsweise deine Aufgabe, ist jetzt, diesen Zug komplett zu kontrollieren. Dafür gehen wir jetzt diesen gesamten Zug lang. Einmal lang gehen sind knappe 680 Meter und das machen wir 4-mal. 4-mal? 4-mal. 4-mal 680 Meter. Genau. Der Grund dafür, die Sicherheit. Jan muss zum Beispiel alle Bremsen mehrfach kontrollieren. Zuerst mit Druckluft befüllt in geschlossenem Zustand und anschließend nochmal jede einzeln, wenn sie geöffnet ist. Die Bremsen sind das A und O. Bei über 1000 Tonnen Gewicht müssen sie vor der langen Fahrt reibungslos funktionieren. Nur mal angenommen, ich bin sehr langsam. Können wir dann dem Zugführer sagen, er soll noch eine halbe Stunde warten auf uns oder fährt er los, egal was?
Na klar kannst du das machen, aber okay, ob du damit neue Freunde findest, ist die zweite Sache. Okay. Deswegen verliert Patrick keine Zeit und erklärt Jan seine Aufgaben für den Zug. Und jetzt gehen wir einmal bitte in die Knie. Jetzt kannst du hier unten schon sehen, was du alles kontrollieren musst. Du hast die Räder da, du hast die Bremsen da, ja, du hast die Federn da. Ja. Und diese ganze Mechanik, was du alles brauchst, um einen Zug zu kontrollieren. Und all das, was du jetzt hier siehst, an dieser einen Achse, musst du an jeder einzelnen Achse des Zuges kontrollieren. An jeder einzelnen Achse? An jeder einzelnen Achse. Und wie viele wenn wir Achsen mal gucken, hat so ein langer Zug? Heute haben wir 118 Achsen. Das heißt, du machst diese Kontrolle 118 Mal auf der einen Seite und 118 Mal auf der anderen Seite. Nee. Mit einem Klanghammer muss Jan jede einzelne Achse abklopfen und hören, ob die Bremse funktioniert. Klopf mal mit dem Hammer da unten gegen das Rad. Und jetzt hörst du einen relativ dumpfen Klang. Ja. Das ist für dich das Zeichen, dass diese Bremse auch wirklich mit voller Kraft gegen das Rad drückt. Deswegen halt es nicht so nach. Genau, richtig. Zum Vergleich, so hört es sich an, wenn die Bremse gelöst ist. Oui. Jetzt gleichen Patrick und Jan jede einzelne Containernummer und jede Wagennummer mit ihrer Liste ab. Sudu 8873134, stimmt. Genau, hier haben wir aber auch schon wieder die nächste Achse. Hier musst du dich schon wieder bücken und kontrollieren. Das klingt gut. So klingt gut. Okay. Weiter geht's, denn die Zeit drängt. Jan überprüft die Bremsleitung zwischen den einzelnen Waggons. Und auch, ob alle Container ordnungsgemäß versiegelt und verriegelt sind. Luftverbindung, Kette straff, Türen zu, Plompe drin. Oh, nee, warte mal, hier. Soll das so? Nein, das soll nicht so. Nee, das muss zu sein. Genau. Ah. Danach geht es direkt weiter. Jan hat noch jede Menge Container vor sich. Boah, das zieht sich schon echt wahnsinnig. Also 700 Meter klingt ja nicht so wahnsinnig viel, aber wenn du davon die Hälfte in gebückter Stellung vorwärts dich bewegst, dann dauert das ein bisschen. Patrick als Wagenmeister ist der Letzte, der den Zug begutachtet. Jede Menge Verantwortung. Der Zug fährt irgendwann ab. Du kennst die Zeit, wann er abfährt und du weißt, wie lange er ungefähr braucht. Und so lange bist du geistig immer noch bei dem Zug dabei. Weil du sagst, der Zug fährt um 12 ab, braucht 8 Stunden. Wenn ich bis 20 Uhr nichts gehört habe, dann ist er wohl heil angekommen. Wirklich? Denn der Wagenmeister haftet mit seiner Unterschrift für die Sicherheit des Zuges und trägt damit die volle Verantwortung. Also er meinte, auch am Anfang hat er richtig schlecht geschlafen, wenn ein Zug losgefahren ist, weil er sich immer gedacht hat, habe ich irgendwas vergessen, habe ich irgendwas übersehen? Weil wenn da mitten auf der Fahrt ein Waggon abgeht oder entgleist, weil irgendwas nicht richtig war, dann klingelt bei dem das Telefon. Die Hälfte der Arbeit hat Jan geschafft. Aber die zweite Runde geht deutlich schneller. Denn er muss keine Nummern mehr kontrollieren. Das hat er schon. Sondern nur ein weiteres Mal die Bremsen abklopfen. Aber jetzt verstehst du, warum der Hammer so lang ist. Ja. Jan hat es noch rechtzeitig vor Abfahrt des Zuges geschafft. Aber bei ihm hat die Kontrolle 4 Stunden gedauert. Patrick und seine Kollegen schaffen das in der Hälfte der Zeit. Dafür war Jan gründlich. Sehr gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Für deinen allerersten Zug kann man überhaupt nicht meckern. Vielen Dank. Alles gefunden. Du kannst ruhigen Gewissens heute Abend ins Bett gehen. Die Profis machen hier an einem Tag bis zu 4 Züge. Für Jan ist nach einem Zug mit sehr langer Kontrolle Feierabend. Ich ziehe meinen Hut vor Peter, Kader und Patrick, weil die haben wirklich einen bockharten Job. Und die arbeiten Tag und Nacht dafür, dass unsere Bestellungen aus der ganzen Welt rechtzeitig bei uns ankommen. Das sollten wir vielleicht etwas häufiger im Hinterkopf behalten. Ich gehe jetzt ins Bett.